Hallo Leute und willkommen zurück bei Starbound. Wir spielen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei uns im Schiff. Und leider, leider, leider ist das jetzt eine neue Session für mich. Ich hatte das letzte Mal nur ganz, ganz wenig Zeit zum Zocken, Rendern und so weiter und so fort. Weswegen ich nicht mehr 100% weiß, worum es geht. Ich glaube, wir haben Eisen gebraucht oder sowas. Die Quests sagen was? Repair the ship, okay. Und Iron Anvil, genau. Und für Iron Anvil brauchen wir logischerweise Iron Ore. Und das suchen wir jetzt, ihr lieben, lieben, lieben Leute. Es ist nachts. Wie kaka ist das denn bitte? Oh, dem Lex. Wir haben ja Gott sei Dank eine Mighty Mighty Weapon. Es gibt dann auch manchmal Steaks. Das ist ja cool. Ah, zu schnell. Die zocken einem nicht ganz ein Drittel ab, ne? Oh, ist das gemein. Das letzte Mal sind wir ja links rumgelaufen, deswegen laufen wir jetzt mal nach rechts und schauen. Vielleicht finden wir hier ja auf der Oberfläche auch schon das ein oder andere. Kann ja alles sein. So, zu diesem Zweck, wo haben wir denn die Torches eigentlich gelassen? Sag mir nicht, dass wir keine Torches mehr haben. Das wäre ja nun Kacke. Diese, wie ich finde, unsagbar dämlichen Copperbars, die man scheinbar für irgendwie gar nichts braucht. 6. Ich finde das so cool animiert auch. Also es hat echt was, dieses Spiel. Man merkt, es ist halt mit Liebe zum Detail gemacht worden. Und, oh, da stehe ich drauf. Bei diesen ganzen AAA-Titeln. Franchises, die ausgenuckelt werden bis zum letzten Cent, wie Assassin's Creed und bla und blub, finde ich das so geil, wenn wirklich mal wieder ein Spiel am Start ist, das halt vielleicht gar nicht so super die Grafik hat, aber wie dieses hier halt, dafür mega, mega urig ist. Ach ja, ich muss das irgendwie nochmal üben, wie ich dann letztlich zu den ganzen Waffen komme. Not with me, Sir. Ich muss jetzt trotzdem mal aufs Craften gehen und schauen, ob ich hier nicht irgendwie Torches machen kann. 25 gleich, ist mir egal, brauchen wir. Oder dann haben wir sogar gleich 50 davon erhalten. Das ist ja fett. Moment, okay, auf 3 sind die jetzt. Boah, ist das duster hier alles, ne? Krasser Shit. So. Damit würden wir den wieder zumachen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Einmal darauf. Und so. Langsam wird es Gott sei Dank auch wieder Tag. Da bin ich dann schon etwas beruhigter wieder. Oh, so ein Teil. Alter, ich krieg die Krise. Leid! Ach, ist das immer dasselbe? Ich bin nämlich der Meinung, das hatten wir doch schon mal hier. Dieses lichtgenerierende Ding. Nee, andererseits, dadurch waren wir in Licht getunkt und das ist jetzt nicht der Fall. Ich merke das jetzt erst, wie weit man springen kann. Ist ja der Hammer. Ah! Light im Sinne von, man ist leicht und kann deswegen weiter springen. Now it's making sense. Healing Wolke ist auch ganz cool. Ach so. Ja, vielleicht sollte man hier auch mal tagsüber herkommen. Nehmen wir mal dich und. Ich will mal da nach unten. Also machen wir uns nichts vor. Es bringt ja nichts, die ganze Zeit jetzt hier oben rum zu pimmeln. Früher oder später müssen wir ganz einfach runter. Und wenn wir uns jetzt noch keine Copper-Eggs machen können, weil uns der Anvil fehlt, mein Gott, dann müssen wir halt irgendwie anders darunter. Und eine andere Möglichkeit als unseren witzigen kleinen Laser haben wir halt einfach nicht. Laser, Laser. Wow. Alter. Es ist halt. Sind wir durch? Schon kacke, nichts, nichts zu sehen, ne? Wir sind so gut wie durch. Ganz viel Glück kriegen wir da dann auch gleich noch ein bisschen was an Fiber. Ja, sogar erst die Fiber-Dinger. Okay. Wisst ihr was? Ich bin jetzt so angenervt von diesem Links-Rechts-Scheiß, dass ich die einfach jetzt hier reinsetze. Ist mir egal. Auf 1, 2, 3, so die wichtigsten Sachen. Oh Mann, ey, Tool R. Ach so, okay, den haben wir dann immer mit R. Versuche ich mir mal zu merken. Wenn ich eh vergessen.
Habe ich schon vergessen. So, jetzt können wir nämlich ganz fix immer zur 1 dann gehen. Scheiße. Nee, Geschwindigkeit. Gut. Und mit der 3 holen wir uns die Dinger. Oh yeah. Hier geht es runter, Bitches. Das gefällt mir sehr. Und mit Bitches meinte ich nicht euch, sondern eher... wen anders halt. Okay. Komm mal her, Fischi. So much Pixels. Naja, geht eigentlich. 38. Ist nicht zwingend so much. 3 und even more light. Da ist nichts mehr. Boah, das ist doch kacke. Das ist schon wieder nur so... hm. Halb weit runter halt. Oh, Mann. Und obgleich die Musik jetzt ziemlich episch wird, kotzt es mich halt einfach mega an, dass wir kein Eisen haben. Auch wieder ein Cobblestone. Irgendwie brennen unsere Schritte. Cool as fuck. Das sieht echt witzig aus. Auch wenn es jetzt gleich vorbei ist. Ich glaube, das ist dieser Pfeil hier oben. Oh, kein Durchbruch. Kein nichts. Also am Anfang ist das Spiel ja dann doch ein bisschen schleppend, ne? Wenn man halt wie so ein Blöder auf der Suche ist nach Ressourcen und einfach keine findet. Oh, andererseits. Durchbruch doch gelungen. Hier mal so ein bisschen. Oh, oh. Wollte gerade sagen, ich habe was gehört. Wir nehmen unsere zuverlässige Axt in die Hand. Jetzt nämlich. Boom. Boom. Kaput. Ist das geil. Das Teil geil. So. Oh, ja, sicher. Wegen dem einen kleinen Scheißding, weißt du? Ernst ist einfach nicht. Und es ist super, dass wir so viele Fackeln gemacht haben, weil wir brauchen jede einzelne, wie ihr seht. Okay, jetzt machen wir gleich einen auf Rambo. Oh, Mann. Der ist nett. Der ist nett. Dann werden wir ihn auch nicht hauen. Iron Ore. Sehr geil. Ja, Seeds, whatever. Ich glaube, der ist nicht so gut wie unsere jetzige Waffe. Ich nehme ihn mal trotzdem mit. Fackeln kann man immer gebrauchen. Schon drüber geschnackt. Healings sowieso. Rickety Smoocher, der könnte in etwa so gut sein wie die Waffe, die wir gerade haben. Werden wir dann mal sehen. Also, Fackelinos. Fackelinos! Da hat er ein bisschen Zeit gebraucht zum Switchen auf die Waffe. Das war echt nicht mal meine Schuld. Was meinte ich jetzt gesagt? Okay, ich war zu langsam, hab nicht richtig reagiert, aber... hier? Nope, Sir. Nix meine Schuld. Also so langsam müssen wir doch irgendwie... ah, das ist ein bisschen was an Iron. Aber ich meine, das ist ein so kack Ding, ne? Ich pack mir das mal auf die 4, damit wir hier auch so ein bisschen bequem rüberlaufen können. Hier dann später vielleicht die nächste Ebene. Und mit R pflücken wir uns regelrecht ein bisschen was an Iron. Flup, flup. Ich könnte ja mal schauen. Auf CGA, die kann man ja hier nicht craften. Das ist ja das Problem. Sonst hätte ich nämlich geguckt, wie viel Eisen wir brauchen. Für so ein Anvil. Wie der Ding mir auf den Zippel geht, ne? Das wird hier gleich geschlechtet, Junge. Schlachtet. So. Also ich habe so langsam aber sicher den Dreh raus, wenn es ums Kämpfen geht. Wow. Okay, hier haben wir echt eine saumäßig geile Höhle gefunden, soweit. Und wir haben noch ein bisschen mehr an Eisen. Ist verrückt. Es ist ja auch wirklich so damals in der echten Welt gewesen, dass, naja, mit der Eisenzeitalter und sowas. Ich bin schlecht in Geschichte, also verurteilt mich nicht, wenn ich grobe Fehler reinhau. Aber so Eisenzeit und alles das, was irgendwann mal nach der Jurazeit war und Steinzeit und bla, da hat es echt angefangen irgendwo. Super, super schnell zu gehen. Ich meine, uns gibt es ja offiziell erst irgendwie 2000 Jahre oder sowas. Zumindest laut unserer Zeitrechnung. Und in so einer kurzen Zeit von wirklich Höhlenbewohnern
die nichts hatten und nichts konnten, zu einem so industrialisierten und technisierten Völkchen oder Welt zu werden. Jetzt mal, oh cool, ruft halt, mit Ausnahme der dritten Welt oder eben Orten, wo es leider noch nicht so ist. Es ist verrückt, es ist der Hammer. Vor allem, wie schnell alles geht. Seit dem Computer-Zeitalter ist... Boah, manchmal macht mir das super Angst, um ehrlich zu sein. Ich will einfach wissen, wo das hinführt noch. Even faster, even bigger. Industrialisieren, globalisieren. Ach, der Mensch ist meines Erachtens für Sonnengeschwindigkeiten echt nicht gemacht. Also dieser Mensch, der gerade zu euch spricht, zumindest nicht. Ich hasse das auch immer, mit dem Handy immer und überall erreichbar sein zu müssen. Und boah, wehe dir, du hast mal in WhatsApp nicht zurückgeschrieben und so eine Kacke. Oh, echt nicht meins, um ehrlich zu sein. Ja, sieht jetzt ein bisschen missraten aus, aber nicht schlimm. Ach, guck mal, Höhlenbewohner. So. Oh, noch ein bisschen was an Kopper, glaube ich. L. Und die Dinger dauern auch tierisch lange, bis man die mal offen hat. Da genehme ich mir doch mal ein Schlückchen Koko-Extrakt. Verzeihung, Cola-Extrakt. 8 Tage später, mach's kaputt, das Ding. Geht doch. Oh, aber 4 Iron und 6 Copper. Das schmeckt. Und ich denke, so langsam aber sicher, haben wir auch wirklich genug für den Anvil. Und dann geht's erst richtig los. Gold. Federschiert. Das ist doch schon fast zu viel des Guten. Brauchen wir noch gar nicht. Können wir noch gar nicht verwerten. Ist noch gar nicht in Quests vorgekommen. Flup, 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 flup. Vor allem macht es halt echt so ein Geräusch, als würde man da schürfen. Obwohl es ein Kacklaser ist oder ein Lichtstrahl. Ist ja dasselbe. Toll, wir haben Gold Ore gefunden, aber können jetzt dadurch nichts Neues machen. Na gut. Machst du nichts, ne? Ich werde jetzt hier noch einen ganz kleinen Weg, das war's auch schon, verfolgen, einfach um zu schauen. Yo, hier geht's tatsächlich weiter. Als hätte ich's geahnt. Ach ja, was wäre das damals einfach gewesen? So in der früheren Zeit. Wenn man einfach nur mit einem Laserstrahl irgendwo hätte hinzeigen müssen. Ich bewundere ja diese ganzen Menschen, die körperlich auch hart arbeiten müssen. Ich bin ja ein Bürospacko und die einzige Bewegung, die ich habe, ist vom Stuhl zur Kaffeemaschine und aufs Klo. Aber es gibt ja doch sehr viele und ich habe auch in meinem Leben schon körperlich arbeiten müssen. Deswegen bewundere ich die ja so sehr. Es gibt halt einfach viele, die tagtäglich sich schinden und Höchstleistungen für uns und die Gesellschaft vollbringen. Und ich finde das so bewundernswert. Das fängt irgendwo bei Pflegekräften an, aber auch die Handwerker, die unsere Häuser bauen. Und ah, es ist da. Oh, okay, da geht es ein bisschen doll weit runter. Ja, all die, ich sag mal, kleinen Helden unserer Gesellschaft, die eigentlich gar nicht so dolle auffallen und die wir leider viel zu häufig als viel zu selbstverständlich erachten. Wow. Okay. Wetten, das wird jetzt der erste Schlechte sein. Habe ich irgendwie im Gefühl. Wird uns vergiften oder so ein Shit. Nope. Wir leuchten. Wie ein Marienkäfer. Das finde ich wiederum ganz geil. Ja, da unten ist zwar was, ich sehe das, aber komme ich im Leben nicht hin. Oh, das Eisen hätte ich fast vergessen. Beziehungsweise übersehen. Weil ich glaube, hier ist es ähnlich wie in Minecraft, wenn man unter Wasser abbaut, dauert es halt länger und es dauert auch so schon lang. Also ich gehe jetzt einfach mal definitiv davon aus, genug Iron zu haben. Weshalb ich mich jetzt langsam aber sicher auch wieder nach oben kämpfen werde, weil... Alter Schwede, wir sind doch einen ganzen Weg gegangen hier. Ich komme jetzt da nicht mehr rein. Son Goku, ich und ihr. Ah, da ist ein bisschen, nehme ich noch mit. Falscher Knopf. Bisschen was an Koper-Ohre. Koprore, sozusagen. Ach. Und wenn wir schon hier sind, ich meine, auf dem Rückweg, komm,
Was wären wir für ein Minenarbeiter, wenn wir das nicht mitnehmen würden? Eine Ware. Wobei es ja auch so ist, ich glaube, der Beruf stirbt langsam aber sicher aus. Also so Minenarbeiter, Kohlekraftwerken und Schürfer und so weiter und so fort. Ich meine, wir haben ja nun mittlerweile auch andere Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Diese ganzen Braunkohlekraftwerke und Holz, nee, Holzkohle, Steinkohlekraftwerke und bliblablub. Es ist ja nicht mehr so zeitgemäß, muss man sagen, ne? Machen ja auch tierisch viel. Oh, es war ja ein Gegner, stimmt. Oh nein. Smog. Und verpesten damit unsere Umwelt. Ich meine, so ein scheiß Atomkraftwerk ist im Gegenteil auch nicht besser, sondern nochmal viel schlimmer, aber hey, wenn einige Menschen meinen, wir sollten lieber damit unsere Energie erzeugen. Ich spreche jetzt vorwiegend auch Frankreich an und in China planen die da auch ungöttlich viele von den Dingern zu bauen. Puh, kann so ein kleiner Mann da nichts dran ändern, wa? Andererseits, gerade bei den Schwellenländern ist das halt einfach so, da leiden tierisch viele Menschen, glaube ich. Und die Schere zwischen Reich und Arm ist halt nochmal wesentlich extremer als bei uns. Von dem her, irgendwo ist es schon nachvollziehbar, dass die halt auch Strom haben wollen und das in breiter Masse zugänglich gemacht. Und das mach jetzt mal irgendwie, realisier das. Also ich bin schon tierisch froh, dass ich irgendwie niemand bin, der super viel Verantwortung für andere Menschen hat. Aber es ist scheißegal, ob als Diktator oder als demokratisch gewählter Anführer einer Nation. Das müsste für mich echt nicht sein. Auch wieder so ein Berufsstand, den ich sehr, sehr imponierend finde. Aber nicht mal mehr als jetzt jemand, der anders hart für uns arbeitet. Die Politik gehen, um Gottes Willen, nee. Einzige Business, das noch unehrlicher und unehrenhafter ist als das, in dem ich bin, ist wahrscheinlich die Politik. Aber da darf man auch wieder nicht alle über einen Kamm scheren. Geil! Da ist so ein Funkenregen. Das ist ja fett. Ich glaube, wir stellen uns gleich einfach mal nach oben hin und schauen uns so ein bisschen den Funkenregen an. Insofern er uns keinen Schaden drückt. Kohle, ganz wichtig wieder für unsere Fackeln. Und dann sind wir gleich wieder einen massigen Schritt weiter, glaube ich, weil wenn wir den Anwäldern haben, können wir endlich mal effektiveres Zeug bauen, mit dem wir besser abbauen können als mit unserem Laser hier. Jawohl. Ah, wir leuchten nicht mehr, schade. Boah, ist das schön. Ehrlich, das ist ein tolles, tolles Spiel. Die Entwickler können super, super stolz auf sich sein. Chucklefish heißen die, glaube ich. Es wäre mir auch nicht bekannt, dass die irgendwie ein anderes Game haben. Also weder released noch in der Mache. Ich hatte vorhin geguckt beim Starten. Das letzte Update ist wohl doch schon irgendwie ein paar Monate her. Das letzte größere. Also war die Aussage, die ich in der ersten Folge gemacht habe, mit von wegen doch viele und regelmäßige Updates so nicht hundertprozentig richtig. Ja, da unten wäre noch Pixel, aber. Ja, nun. Nee, komm, den schießen wir erstmal ein bisschen an, wa? Oder auch nicht. Als hätte er das gehört, ne? Der Hund. Oh. Ah ja. Bogen ist nicht meine Waffe. Wir könnten uns eigentlich auch mal wieder ein bisschen heilen. Flup. Flup. Und dann back to base. Nein, nicht Quests. Back to base, habe ich gesagt. Darauf eine Cola. Wir gehen an unseren hübschen kleinen Tisch und suchen an. Ach nee, pass auf. Ja, ich war. Lag. Wir müssen ja erst hierhin und die Bars machen, richtig? Ich mach's jetzt einfach mal. Wenn wir die jetzt anderweitig hätten einsetzen müssen, well, fucked, dann endet dieses Let's Play. Nein. Aber dann hätte ich nochmal runter müssen und das wäre ein bisschen ätzend gewesen. Iron Table. Ich will einen scheiß Anvil, Alter.
Da geht doch. Ach, Iron Anvil heißt das Ding dann. Ja, guck mal. Wir könnten sogar zwei machen davon, theoretisch. I should make myself some better gear before I head into more dangerous space. Ja, das ist keine schlechte Idee. 20 Core Fragments. Aha, Planet Core. Okay. Das ist aber, glaube ich, auch neu. Dass man jetzt irgendwie 20 Core Fragments braucht, um sein Schiff zu reparieren. Habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Wo ist der Anvil? Wo ist der Anvil? Da ist der Anvil. Und der Anvil kommt natürlich standesgemäß hierhin. Neben den anderen Chat. Und jetzt wollen wir doch mal sehen. Guck mal, eine Copper Pickaxe. Eine Hoe. Dafür bräuchten Planks. Das kriegen wir aber sicherlich auch recht schnell gebacken. Okay, won't last long. Höre ich natürlich nicht so gerne. Machen wir uns mal drei. Und hier wäre auch schon ein bisschen was an Equipment. Ja, komm, ist egal. Machen wir. Erstmal alles, was geht, wa? Waffen brauchen wir erstmal nicht. Haben wir ja glücklicherweise gefunden. Ach, hat er das gleich equipped? Ja, die Hose scheinbar nicht. Cool Pants. Jawohl. Langsam wird unser Inventar auch ein bisschen voll und ich glaube, wir werden dann ein bisschen aufräumen müssen. Das gibt uns 9 Rüstung alleine. Okay. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Wir rüsten uns wieder so ein Ding aus. Schauen mal nach, ob wir noch Holz haben. Ansonsten würde ich nämlich gerne Holz sammeln gehen und dann eine Hoe basteln. Das ist ja auch unsere nächste Quest. Das ist so hypnotisierend, der Shit, ne? Der Wahnsinn. So, Baum. Du stirbst. Mein Freund, der Baum. Weil da kenne ich den Text nicht. Dazu bin ich viel zu cool. Baum fällt! Okay, das soll nicht der einzige gewesen sein. Den nehmen wir auch. Boah, ich wollte gerade sagen, hoffentlich findet uns dieser Spacken nicht. Was macht er im nächsten Moment? Uns finden. Tut mir leid, Bro, aber dann musstest du halt mitsterben. Weil der andere mich attackiert hat, bist du gestorben. That's life. Life sucks. Wirklich ganz häufig so, ne? Was durch Zufälle oder blöde Begebenheiten oder sonst was, für die man eigentlich nichts kann, man dann doch aufs Maul kriegt. Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr wirklich wegen anderen Leuten einfach mega in die Bredouille gekommen seid? Ärger ohne Ende hattet und einfach nur dachtet, oh, what the fuck? Schicksal, Gott, Zufall, whatever your name is. Was willst du eigentlich von mir? So, was will ich eigentlich? Ich wollte ein bisschen nach links laufen, um die Insel etwas mehr zu erkunden, aber shit, ich glaube, das haben wir in der ersten Folge schon gemacht, ne? Dann haben wir doch diesen Platz da gefunden mit den Zelten und so und. Wow! Magga, was war das denn für ein Jump? Man merkt aber auch dolle, dass die einem jetzt viel, viel weniger abzocken, ne? An Life. Naja, hier sieht man ja die ganzen Fackeln, das ist der beste Beweis, wir waren hier schon und. Ich finde auch den Hintergrund so schön. Da ist eben besagt das Plätzchen mit den Tents and shit. Ich glaube, ich werde jetzt hier noch ein bisschen was abbauen und dann gehe ich wieder hoch. Nee. Wir haben ja jetzt so eine Copper-Axe. Spitzhacke, shit, whatever. Machen wir mal auf die 8. Und. Alter, okay, doch, das geht schon wesentlich schneller. That's right. Sehr angenehm. Auch wenn die total schnell kaputt geht, geht jetzt schon irgendwie ein Strich weg. Das ist wiederum assi. Okay. Jetzt habe ich nur die Pflänzchen gepflückt und. Beziehungsweise nur die Früchte und nicht das Pflänzchen, so rum. Ich wollte hier eigentlich zurück, ne? Also gehen wir mal zurück. Beam me up, Shippy. Und jetzt war das hier? Ich glaube, das war hier. Konnten wir noch irgendwas Neues craften? Ach nee, ich musste erst einmal Holzdinger bauen. Wooden Planks. Wooden Planks.
Wait a sec, wait a sec. Hier. Ich mach mal, as much as geht. Und damit konnten wir doch jetzt. Oh, ich habe wieder was Neues gesehen. Cooking Table, Alter. Geiler Shit. Und ich habe noch was Geiles gesehen. Wait up, wait up, wait up. Yarns, Spinner Bitches. Voll geil. Aber wir haben bald nicht mehr genug Platz, um ehrlich zu sein, für den ganzen Shit. Dich. Ja, guck mal, da fängt es nämlich schon an. Wir können das da nicht hinbauen, weil da dieser seltsame Locker ist. Also machen wir den hier hin. Und das Tischchen für Food und so. Außerdem, ich verstehe das immer noch nicht. Invite to Party? Oh, cool. Wo unsere Anzeige fürs Verhungern ist? Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Alter, wo soll ich das hinbauen? Ich muss wohl eine zweite Ebene mal anfangen. Wie ging denn das nochmal? Das hat man mir mal irgendwie näher gebracht. Ich kann das jetzt so vierteln. Also, dass wirklich nur ein ganz kleines davon da ist. So geht ja nicht. Aber ich nehme mal lieber Wood. Ja, toll. Keine Ahnung. Ich drücke hier gerade wahllos irgendwelche Knöpfe. X, okay, C, nein, V, B, N. What the fuck? Okay. Auch gut. Dann sehe ich Hube. Das war Springen. Ja gut, dann muss ich das wohl erstmal recherchieren. Ich habe jetzt keinen Bock hier, euch Rest der Zeit einmal teilhaben zu lassen, wie inkompetent ich bin. Also schauen wir doch mal hier. Ja, es bringt halt nichts, ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, sinnlos. Davon können wir mal 10 machen, dann haben wir sie mal gemacht. Und was war jetzt nochmal questtechnisch? Ich habe das schon wieder vergessen. Repair Ship. Thrusters. Ja, leck die Henne. Da war doch irgendwie was. Wofür wir auch Holz gebraucht haben. So. Wooden Crate. Wooden Table. Wooden Bed. Oh, Dirt. Ach, okay. Das ist irgendwie nicht mehr so interessant. Wollen wir mal hier schauen. Roof Tiles. Bars und sowas. Auch nicht super interessant. Ho! Jetzt fällt es mir wieder ein. Ho. Jetzt haben wir nicht mehr genug Copper Bars. Oh, was? Dam, dam, dam. Such a fail, ne? Ja, gut. Haben wir keine andere Möglichkeit, als uns wieder runter zu beamen und Copper zu suchen. Erfrischend. Dieser Visor, ne? Der lässt uns so braindead aussehen, einfach nur. Oh oh. Ah, oh, du Arschgelöch! Ja, eklig. Die sind auch leicht aggressiver, muss ich sagen. In der Zeit. Wow. In der Nachtzeit, so rum. Ach, wir haben auch keine Fackeln mehr, einfach mal. What is this shit? Also. Keine 50 mehr, sondern nur 14, aber okay, besser als gar nichts. Ach ja, Crafting Shit. Hier haben wir ja wieder ein bisschen was an Kohle. Und damit craften wir uns dann gleich wieder ein paar Fackeln. Ist manchmal gar nicht so einfach von der Steuerung her. Ich weiß gar nicht, habe ich ihn da jetzt zweimal erwischt? Muss ich ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mir so viel Damage gedrückt hat. Arsch. Gut, wo war die Vertiefung, wo wir reingegangen waren und den ganzen Shit gefunden haben? Ich hoffe doch, dass das rechts war. Oh, ich kann mir seine Dinge immer nicht merken, ne? Pixels! Ich weiß zwar nicht, warum so ein Monster viel Pixel dabei hat, aber okay. Ich werde doch nichts hinterfragen hier. Gaming Logic for the win. Und Jump.
Oh, was mir gerade einfällt, liebe Leute, ich habe absolut nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß also weder, wie spät es ist, noch wie lange wir jetzt schon zocken. Ich würde mal sagen, so ein ganz kleines bisschen mache ich noch. 3. Den Weg waren wir noch nicht gelaufen. Ich will zumindest noch so ein bisschen Kopper finden hier in der Folge. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Oh, die gehen so schnell weg, die Torches, ne? Es ist so frustrierend. So belastend, wie Hannes jetzt sagen würde. Gut. Hier unten war definitiv die Höhle, die ich vorhin meinte. Ah, und hier sind auch schon wieder Shitnix, ey. Kleiner Assi. Glücklicherweise haben wir noch diesen Heilbuff. Und glücklicherweise haben wir jetzt schon das begehrte Kopper gefunden. So. Und so much logic. Mit Kopper holen wir uns Kopper. Ich bin mal interessiert, hier so einen kleinen Shortcut zu machen. Jetzt muss ich aber auch echt vorsichtig sein, weil die macht schneller und mehr kaputt als das Laser-Ding. Und von daher kann man dann doch sehr, sehr schnell mal Plumps machen und dann war's das hier. Bin übrigens sowieso mega stolz auf mich, dass ich bisher noch nicht gestorben bin. Was ist da los? Ich alter Gaming-Noob. Oh, wow, okay. Big Fat Höhle der Sue. Ah. Und die Fackeln, sie schwinden einfach so dolle. Aber dafür haben wir ein bisschen Iron gefunden und hier oben auch wieder etwas, womit wir Fackeln bauen können. Die Pixel, da sagen wir natürlich auch nicht nein. Oh, Clay. Der Schneisch. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob man hier Clay überhaupt gebrauchen kann. Ja gut, für irgendwas sicherlich. Ich bin ja der Meinung, dass es hier nichts gibt, was man nicht für irgendwas gebrauchen kann. Fängt ja schon beim Dirt an, mit dem man zumindest sich Gehhilfen, Springhilfen und so weiter und so fort machen kann. So, oh geil, fette Beute. Bin ich froh, dass wir hier jetzt nochmal hingelaufen sind. Bei 2, wollte ich gerade sagen, haben wir auch irgendwie sowas, was aussieht wie eine Spitzaxt. Ist aber der Bogen. Hashtag peinlich. So, apropos, die macht es nicht mehr lang. Aber wir haben ja noch ein paar dabei. Und ich glaube, die funktioniert jetzt weiterhin. Nein. Das war doch mal so, dass die dann weiter funktioniert hat, aber halt einfach nicht mehr so die Power hatte. Bin ich der Meinung. Die nicht alles wegpatchen und umpatchen und Schweinehunde. Gut. Das sammeln wir uns jetzt noch ein. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute. Ich meine, wir haben schon wieder Abenteuer und spannende Dinge gehört. Naja, gut. Relativ. Alles beide. Oh, ich habe irgendwie keine Lust aufzuhören, aber ich muss, denn ich weiß ja nicht, wenn die Folge zu lang ist, dauert das mit dem Hochladen auch immer so lange. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.